Hallihallo und herzlich willkommen hier bei Divinity Originalism. Ja, wir haben ja in der letzten Aufnahme die Quest der kopflose Nico bekommen. Und haben ja unter anderem auch noch einen Schlüssel bekommen. Den unheiligen Schlüssel, glaube ich, so hieß der. Und der kopflose Nico, ja, dessen Kopf liegt ja hier rum. Nachdem ich dann einen kleinen Tipp bekommen hatte, weil ich ja überhaupt nicht darauf gekommen bin, wie man denn hier so praktischerweise den Kopf finden soll, da er ja angeblich in ein Meer geworfen wurde. Ich sollte mir bestimmte Sachen in diesem Spiel einfach mehr merken. Aber irgendwie ist das so eine kleine Macke von mir. Also diese ganzen offensichtlichen Sachen nicht so sehe. I remain at your service. Stefano? Hm? Ich dachte, euer Name sei Nico. Woher kennt ihr diesen Namen? Ich nenne mich schon seit Jahren nur noch Stefano, der Kleinkünstler. Ich habe den Geist eurer Tochter Liliana kennengelernt. Mein Schatz, ihr Kopf sitzt doch fest auf ihrem Körper und ihr habt sie gesehen? Ah, ich sollte nicht überrascht sein, dass das goldene Herz meiner kleinen Schlawinerin auch im Tod hell erstrahlt. Aber ich habe hier endlich eine feste Anstellung gefunden und kann der Kunst nachgehen, die ich so liebe. Es ist nicht für uns beide das Beste, wenn ich hier bleibe und ein neues Leben beginnt. Vergesst die Menge, sein Kopf gehört auf seinen Körper und er sollte mit seiner Tochter vereint sein. Das ist keine Gehirnakrobatik. Er sollte hier bleiben. Wenn er glücklich ist, wenigstens ist sein Dasein im Jenseits von erfüllender Natur. Ich hasse diese Entscheidungen. Also ich bin ja der Meinung, dass die vereint sein sollten. Ich meine, was ist denn das für ein Leben hier? Alle starren sie ihn an, alle... Ja gut, er mag vielleicht glücklich sein und alles. Ich bin eurer Meinung. Liliana wartet auf die Rückkehr ihres Vaters. Das ist das Mindeste, was er für sie tun kann. Ich nehme an, selbst ein unerfüllter Künstler muss wissen, wann die Familie Vorrang hat. Ihr habt recht, ich muss meine aufregende Kunst meiner Tochter Liliana zuliebe aufgeben. Bitte bringt mich zu ihr. Ja, dann, wer wird doch nochmal wieder zur Schwarzwasserbruch? Wo ist denn hier? Da oben ist ein Portal, da will ich jetzt hin. Wo ist denn das? Schon dran vorbei? Wo ist denn dieses blöde Portal jetzt? Hier. Ach, warum mache ich das so? Ich kann doch auch hier. Schwarze Bucht. Da muss ich hin. Dann ist unter anderem ganz am Anfang... wo man gegen die Trolle kämpft, wo die Orks gegen die Skelette kämpfen oder so irgendwie, das ist ja hier. Soll eine unheilige Tür sein? Bin ich jetzt blöd? Unheilvolles schwarzes Tor. Genau, hier soll man rein. Hier sollte eigentlich entsprechend eine riesengroße Spinne sein, so wurde mir berichtet. Aber wenn ich so richtig sehe, hier unten war ja der tote Drache. Keine schwarze, große Spinne. Ah, das Dämona, ja. Ach so, ich kann hier noch rüberlaufen. Ach, schau mal, das habe ich beim letzten Mal auch gar nicht beachtet. Ja, dann speichere ich doch gleich mal an der Stelle.
Ja, ein Kumpel, der mir, oder ein Kumpel, der auch dieses Spiel spielt, oder ein Bekannter eher gesagt, der hat mir den Tipp hier gegeben. So something capable of taking out not one, but two dragons. Delight of delights. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel ist so hochkomplex, dass ich gar nicht wissen will, was ich dann schon alles komplett übersehen habe. Weil, guck mal, wir haben hier noch mehr Aufgaben. Ach, warum gehe ich dann immer auf M? Kopflosen Nico machen wir jetzt weg. Noch ein verrückter Magier. Da weiß ich nicht weiter. Der trauernde Ork, da müssen wir auch nochmal hin. Der Angstpakt. Sind noch mal hin. Verlorene Liebe im Leuchtturm machen wir jetzt auch. Das ist die Mission hier unten. Die habe ich nämlich gesucht beim letzten Mal und nicht gefunden. Ja, findet die Hexe, ist klar. Achso, Silbertal, da müssen wir noch hin. Und die Wunschbrüder weiß ich auch nicht. Silbertal, oh, habe ich eigentlich die... Scheiße, habe ich eigentlich die Notiz von dem Heini noch? Oh, oh, da muss ich ja nochmal nachschauen. Na, laufen wir mal weiter. Da ist eine Ratte. Ach so, ja, wer es noch nicht mitgekriegt hat, ich habe mal auf eine Armbrust gewechselt, weil die wesentlich stärker ist. Da muss ich jetzt mal gucken... Die hat nämlich unter anderem, die braucht zwar 6 Aktionspunkte, aber hat zum Beispiel Gewandtheit, 20% Wahrscheinlichkeit, die Chance Verbrennung zu erzeugen. So, da will ich einfach mal wissen, ob mir das mehr bringt, wenn ich mehr Schaden raushaue. Noch ein Drachen. Okay. Ah, jetzt wird's langsam interessant hier unten. Ich sollte mal die Karten entsprechend auch besser absuchen und alles. Also gut, dass ich jetzt, ich habe jetzt ein bisschen was vorweggenommen. Da liegt ein Kreuz. Do you suppose that's what destroyed those dragons? How can I suppose anything with those eyes sizing me up like a rump roast? It's drawing water from the sea. It'll use it against us unless we can stop it. Sie wird uns verwandeln, wenn wir sie nicht aufhalten. 761 Lebenspunkte. Feuer. Nochmal kann ich nicht. Hau auf. Und nochmal. Ja, okay, ich mach ja ein bisschen Schaden. So ist es ja nicht. 102 Schaden, okay. Aber ich kann... hoffentlich macht sie nicht... Was tust du da? Was kreist da jetzt gerade drum rum? Alter. Oh, oh. Haust sie so weit wie möglich runter. Ich will nicht, dass sie dir großartig irgendwas antut. Hau drauf! Und nochmal? Ah, scheiße, was hat sie jetzt vor? Nein! Nass. Ja gut, nass geht ja noch. Ist sowieso jetzt gleich hinüber. Und jetzt bringen sie um. Ja, ja. Wellenalbraum, los, stirb. Blitz da nicht so rum. So, was haben wir denn hier so alles? Nicht identifizierte alte Kupferamulette. Das nehmen wir doch erstmal mit. Oh, Sams Halsband. Nicht identifiziert, nicht identifiziert. Gute Lederrüstung. Na, das werden wir uns ja gleich mal alles anschauen, wa? Damit bin ich ja auch Level gestiegen, wa? Da könnte ich doch jetzt einfach mal... Was war die Schnelligkeit? Wirkt sich auf eure Bewegungsgeschwindigkeit und eure
Initiative aus und darauf, wie viele Aktionspunkte ihr im Kampf erhaltet. Genau, das möchte ich gerne erhöhen. Durch Geschwindigkeit, Wahrnehmung, plus 7, aha, okay. Aktionspunkte 7. Bleibt bei 7, ist nicht weiter schlimm. Ah, Waff! Jetzt kann ich ja mal... Ah, wo will ich das denn draufsetzen? Körperstärke und Rüstungsexperte. Schildexperte. Fähigkeiten. Elite Scharfschütze. Den will ich mal erhöhen. Das war's auch schon. Jetzt kommst du. Du kriegst von mir auch einmal Schnelligkeit. Und du 7 Aktionspunkte hast. Und du bekommst jetzt von mir... Fertigpunkt der geschworenen Spinne. Eine große Spinne verleiht einem Ziel eine magische Rüstung, zaubert einen magischen Giftpfeil, der 72 bis 83 Giftschaden verursacht. Was brauche ich denn dafür? Ein Geomant-Zauber. Dafür müsste ich Geomant mal auf Stufe 1 bringen. Hexerei auf Stufe 1. Was habe ich denn hier so? Sagst du mir... irgendwo einen Bonus drauf kriege, weil Intelligenz niedrig. Ah. Okay. Wow. Dann lernst du erstmal die beiden, bitte. Handwerk. Handwerk lernst du mal. Handwerk bestimmt, Gegenstand, so wie die Qualität eurer hergestellten Gegenstände erhöht. Schmieden oder wirklich aus Gegenstände zu reparieren. Ja, Schmieden lernst du jetzt bitte auch einmal. Das kann ja nicht angehen, dass meiner einer das immer machen muss. So, du bekommst auch Schnelligkeit. Du bekommst zu Handwerk auch einmal Schmieden. Waffen bekommst du zweihändig. Auch schon 3 Punkte. Verteidigung. Fähigkeiten. Der Hermadora. K. Genau, Waffenknecht. Waffenknecht war das, was ich erhöhen wollte, weil nämlich... schon 3 Punkte, aber jetzt kann ich 7 Waffenknecht und kann ihr nämlich das hier mal lernen lassen. 58 bis 142, 77 bis 190. Dreht euch mit eurer Waffe um eure eigene Achse. Führt einen Wirbelwindangriff aus und trefft eure Feinde. Das sind eigentlich 2 unterschiedliche, die aber gleich dargestellt sind. Das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. So, wir identifizieren mal den Kram. 23 bis 42 ist natürlich ein bisschen mager. Alter Halbspieß, na. Was haben wir hier? Gute Lederrüstung der Geschwindigkeit. Rüstung zu 19. Schnelligkeit, Wahrnehmung. So, dann haben wir hier Wasser. Luft und Gift. Gibt mehr Rüstung. Gibt auch mehr Aktionspunkte. Ja, logischerweise. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann endet die mal an Scarlet. Was haben wir hier noch? Veramulentisch tauscht's. Ist unwichtig. Das Messer werde ich nicht los. Ah, hier ist noch das nicht identifizierte Kupferamulett. Lehrmeister tauschen Erdresistenz. Geht auch mal kurz ins Skala. Was haben wir hier? Sams Halsband, okay. Matura, was hast du hier alles für einen Dreck? Das sendest du mal an mich. Ach nee, das ist der Scarlet. Du hast ja wieder einen Haufen Dreck mit dir. Das kannst du an mich mal alles senden. Den kleinen Heiltank kannst du auch an mich senden. Den auch. Den auch. Die leeren Fionen kannst du an mich senden.
Den Kram wollte ich eigentlich auch noch verkaufen. Ich habe schon wieder die Hälfte hier liegen lassen, ne? Da ist so ein Blended-Einziel. Magischer Giftpfeil, Geomant. Versetzt ein Ziel in Eile. Das ist eigentlich... Habe ich denn jetzt den Geomant-Kram gelernt? Magischer Giftpfeil. Nimm doch mal lieber den als den. Sülelelele. Was haben wir hier, Lehrmeister? Die hat schon besser ausgerüstet. Dann stände mal in Madura. Dann hast du hier... Gewandtheit. Auch Stärke. Ja, das ist natürlich klar. Die haben wir noch nicht. Auch Gewandtheit wäre... Ja, Gewandtheit erhöhe ich aber nicht. Sondern mich zurück. Was haben wir denn hier? Luft und Gift? Keiner gebrauchen. Als nächstes kriegst du denn mal Stärke, ne? Oh. Da kann ja jemand was tragen. Das, was um Wesentliches besser ist als die jetzige Waffe. Damit machst du 107 bis 100. Oh Mann, macht die einen Schaden. Das ist ja krank. So, reparieren. Alleine schon aus dem Grund, weil, so aus euch beiden konnte ich doch noch einmal dich. Einmal ein Explosionspfeil. Die werden wir dann noch gleich mal entsprechend verarbeiten. Den anderen Quatsch kann ich verkaufen. Mehr war hier nicht. Well, what's this I've spotted? Oh, was haben wir denn hier gefunden? Ah, da kann ich graben. Eine Truhe mit Flüsterholz. Ist doch ein Fass. Mandarine oder Orange. Gut, ja, so kriegt man nämlich auch die Erfahrung zusammen, die mir ja bis jetzt immer irgendwo gefehlt hat. Well, hello there. Kann ich mit dir handeln? Oh, was hast du hier? Mist hast du, aber du hast 84 Gold. Und die ich ja natürlich so nichts habe, was irgendwie annähernd auch egal. Runter mit der Waffe oder ich werde eine schriftliche Beschwerde beim Rat der Sieben einreichen. Es war kaum meine Absicht, euch zu stören. Ich werde meine Waffe wegstecken. Oh, bitte keine Sentimentalität. Ich bevorzuge es eben, einem Gefolgsmann gegenüberzutreten, ohne über einen Kopf zu fallen. Well, hello there. Euer Fleisch, ihr strahlt ja förmlich. Es ist Jahre her, seit ich einen Warmblüter in diese Höhle verirrt hat. Was für ein wunderbarer Anblick. Was tut ihr hier unten? Ich weiß nicht. Ich weiß so wenig. Ich kann mich an mein ganzes Leben erinnern. Von meinen ersten Erinnerungen bis zu meinen jüngsten Sorgen. Aber weshalb ich dieser geisterhaften Form gefangen bin, vermag ich nicht zu sagen. Wie seid ihr gestorben? Ich befand mich auf einem Schiff von Arata nach Sisel. Die Nacht war pechschwarz und der Leuchtturm in der Ferne war keine Hilfe. Der Schiffsrumpf krachte bald auf die Felsen im seichten Wasser und wir waren alle verloren. Womit ich mich am wenigsten abfinden kann, ist, dass mein eigener Ehemann, mein Samsung, der Leuchtturmwärter ist. Was ist nur aus ihm in dieser Nacht geworden? Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Erzähl mir über eure jüngsten Probleme. Diese Schwätzer, sie haben mich beinahe ruiniert. Zu meinen Lebenszeiten war ich eine Naturphilosophin, die Sterne studierte. Arata, ein Land der Elfen, nicht weit von Sisel, verfügt über das beste Teleskop in ganz Rivellon. Also setzte ich Segel und hatte vor, dort mehrere Wochen zu verbringen, um meine Forschung voranzutreiben.
Als ich ankam, fand ich in dem Hüter des Teleskops sofort mal einen Freund. Es war ein elfischer Wissenschaftler namens Falada. Wir hatten viel gemeinsam im Hinblick auf unsere Studien und wir haben die Gesellschaft des anderen durchaus genossen. Es war eine Freundschaft so rein wie das Sternenlicht, aber es konnte Gerüchte nicht verhindern. Als die Andeutungen immer widerwärtiger wurden, hielt ich es für das Beste, das Ziel zurückzusegeln. Ich wollte meinen Freund Falada meiner einzigen Liebe Samson vorstellen, um all diese böswilligen Gerüchte aus dem Weg zu räumen. Wie ihr jedoch bereits wisst, haben wir es nicht geschafft. Falada ist für immer verloren und was aus meinem geliebten Samson geworden ist, weiß ich nicht. Ich habe Samsons Geist beim Leuchtturm getroffen. Er ist mit Reue erfüllt, seit er euer Schiff absichtlich versenkt hat. Er? Das würde er niemals tun. Ihr meint, er hat unser Schiff mit Absicht auf die Klippen auflaufen lassen? Das kann ich nicht glauben. Und dennoch, wenn es stimmt, was ihr sagt. Nun, dann muss ich ihn sehen beim Leuchtturm. Habt ihr gesagt? Nun gut. Ja. Genau. Und dann werden wir jetzt mal dem kopflosen Nico seinen Kopf wiedergeben. Ich glaube, ich mache an der Stelle mal einen kleinen Break und bin dann gleich wieder da, damit dieses eine Folge wird, weil wir hier gerade so schön etwas abgeschlossen haben. Bis gleich.